Glück und Zuneigung können sehr flüchtige Güter sein. Wer wüsste das nicht? Gilt natürlich auch für Parteien, die voller Zuversicht sich politisch neu vermählen. Dieses Ansinnen reichte der Ampel allerdings nicht. Eine Fortschrittskoalition sollte es auch noch sein. Fortschritt vor allem Richtung Ärger, Missgunst, Enttäuschung, wie wir heute wissen. Da hat es auch ein Kanzler verdammt schwer. Bei dreien scheint immer eine zu viel. Einfach nicht kompatibel. Dauerstreit zwischen FDP und Grünen. Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Anton Hofreiter ist bei uns seit 2005 für die Bündnisgrünen im Bundestag. Von 2013 bis 2021 waren Sie auch Co-Vorsitzender Ihrer Fraktion und sind aktuell Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Frank Müller-Rosentritt ist seit 2017 für die sächsischen Liberalen, die FDP, im Bundestag. Sie sind Mitglied sowohl im Auswärtigen als auch im Finanzausschuss. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach ist bei uns, Parteienforscherin an der Freien Universität hier in Berlin. Und Ann-Kathrin Büsker ist Hauptstadtkorrespondentin für Klima- und Energiepolitik beim Deutschlandfunk. Herr Hofreiter, welches Schicksal erleidet denn jetzt das umstrittene Gebäudeenergiegesetz der Ampel nach dem gerade stattgefundenen FDP-Parteitag Müllhaufen? Oder bis zur Unkenntlichkeit verwässert und damit auch Müllhaufen? Weder noch, nämlich in meinen Augen ist es schlichtweg die Aufgabe der Koalition, da was Vernünftiges draus zu machen. Dass Gesetze im Bundestag verändert werden, ist, könnte man sagen, struckselig angedenken, nichts Besonderes. Das bekannte strucksche Gesetz. Ein Gesetz kommt immer anders raus aus dem Bundestag, als es reingeht. Das ist erstmal gar nichts Besonderes. Aber es ist ja zentrale Aufgabe des Kanzlers und des Kanzleramts, dafür zu sorgen, dass das, was im Kabinett gemeinsam vereinbart worden ist, zum Teil durchaus aber nach einer harten Auseinandersetzung, dass das dann auch umgesetzt wird. Nämlich so eine Koalition, noch dazu in so schwierigen Zeiten, kann nur funktionieren, wenn sich das Kanzleramt das auch ganz hart kämpfen kann für eine bestimmte Position. Aber wenn man sich geeinigt hat, zum Anwalt der Einigung macht. Und in meinen Augen ist das sowieso überhaupt nicht die Auseinandersetzung zwischen Grünen und FDP das Problem. Man ist natürlich unterschiedlicher Meinung, dass das dem Kanzleramt nicht ausreichend gelingt. Müller-Rosentritt, Anton Hofreiter hat es gesagt, stimmt die FDP im Bundeskabinett dem Gesetz zum Heizungstausch zu. Dann will es Christian Lindner nicht so gemeint haben. Und schließlich gibt die FDP dem Ganzen auf den Parteitag dann den Rest. Wollen Sie das Land zum Narren halten? Nein, das würde ja bedeuten, dass auch Annalena Baerbock das Land zum Narren halten würde. Denn sie selbst hat auf dieser parlamentarischen Staatspraxis sich so verhalten. Sie hat dem Haushaltsentwurf zugestimmt und selbst Parlamentsvorbehalte eingebracht. Also das heißt, es ist ganz normale Staatspraxis. Und ich gebe Anton Hofreiter recht, dass jetzt die Stunde des Parlaments schlägt, hier die Dinge, die zu Recht an uns herangetragen werden, zu verändern. Denn so wie es jetzt ausgestaltet ist, das Gesetz, ist es in vielen, vielen Dingen technisch schlicht nicht umsetzbar. Und dort, wo es umsetzbar ist, so teuer, dass es viele sich nicht leisten können. Und jetzt gilt es halt eben in der Unterschiedlichkeit, wie wir zusammenkommen. Es kommen ja drei höchst unterschiedliche Parteien hier zusammen. Und da ist es Wesensmerkmal einer Demokratie, da gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Aber wichtig ist, dass am Ende die Dinge umsetzbar sind. Und aktuell sind wir Lichtjahre davon entfernt. Frau Reuschenbach, wie viel Zündstoff für die Zukunft der Ampel birgt denn dieser Antrag zum Gebäudeenergiegesetz auf dem FDP-Bundesparteitag? Naja, es ist völlig normal, dass Parteitage ihren Parteien Signale mitgeben. Ja? Also Positionsbestimmung, Selbstverständigung innerhalb der Parteien stattfindet und das auch für die Parteiführung wichtig ist, so ein bisschen einen Seismograf in Empfang zu nehmen darüber, was in der Partei diskutiert und was gemeint und gewünscht wird. Aber natürlich haben Parteitagsbeschlüsse keine Verbindlichkeit, weder für Kabinettsentscheidungen, erst recht nicht für das parlamentarische Verfahren im Bundestag. Aber natürlich bleibt jetzt ein Eindruck übrig, der zunächst mal an das anknüpft, was wir schon seit vielen Monaten diskutieren, nämlich einem äußeren Erscheinungsbild von Uneinigkeit, von nicht mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist zumindest aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, ich würde es mal vorsichtig formulieren, irritierend. Frau Büsker, Sie waren auch auf dem FDP-Parteitag gewesen. Ist es denn den Liberalen trotz
Regierungsbeteiligung im Moment am allerwichtigsten, sich vom politischen Gegner, vor allen Dingen von den Bündnisgrünen, abzugrenzen? Deutlich abzugrenzen. Also auf dem Parteitag hatte ich schon das Gefühl, dass es bei vielen der Delegierten so war, dass da eine Frustration herrscht, die in irgendeiner Form kanalisiert werden musste, die sich eben nicht gegen die Parteiführung richtet. Sieht man auch am Ergebnis, mit dem Christian Lindner wiedergewählt worden ist, mit 88% wieder zum Bundesvorsitzenden bestimmt. Und es gab ja auch keine kontroversen Debatten irgendwie über Personal, obwohl nach den verlorenen Landtagswahlen der letzten Monate durchaus Gelegenheit dafür oder vielleicht auch Grund dafür da wäre, weil irgendwer hat die Partei ja auch durch diese Wahlkämpfe geführt, auch aus Bundesperspektive. Aber man konnte dann ja am Samstag sehr gut sehen, wie der Antrag, der Dringlichkeitsantrag zu den Heizungen einfach wie ein Ventil funktioniert hat. Da ist Stimmung in die Bude gekommen, da wurde sehr nicht kontrovers diskutiert, emotional. Und es richtete sich eben vor allem gegen den Koalitionspartner in Form der Grünen, in Form von Robert Habeck. Auf diesen Vorgang kommen wir gleich noch mal genauer, Herr Hofreiter. Eine Energiewende, die ab 2024 regelrecht erzwungen werden soll, bei unklaren technologischen Fähigkeiten, technisch nicht ausgesetzt, sagt Herr Müller, Rosentritt, unklare Finanzierung, eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Verdient da das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Ihres Parteifreundes Robert Habeck nicht eher die Bezeichnung Wolkenkuckucksheim? Also ich finde, da sollte man sich mal das Gesetz in Ruhe anschauen, bevor man solche Behauptungen aufstellt. Nämlich technologisch ist sehr vieles klar. Man darf ja auch nicht vergessen, wir tun ja in Deutschland aber so, als wenn wir ganz allein mit der Frage wären. Aber zum Beispiel, es gibt Norwegen. Die haben vor vielen Jahren schon die Wärmepumpe entwickelt, wir aber nicht. Ja, aber es ist sozusagen, es gibt ja auch so einen gewissen Technologietransfer von Norwegen zu uns. Und in Norwegen ist jetzt nicht so deutlich viel wärmer wie bei uns, sondern eher kälter. Und die haben inzwischen einen Anteil von 60% Wärmepumpen. Und es gibt in Deutschland inzwischen große Unternehmen, die da große Stückzahlen herstellen. Und außerdem kommt noch dazu, es gibt ja nicht nur die Wärmepumpe. Es gibt die Wärmepumpe, es gibt Solarthermie, es gibt Geothermie. Also es gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und man darf eins nicht vergessen, so eine Heizung, gerade wenn ich ein Haus neu baue, also die baue ich ja nicht für 3-4 Jahre ein, sondern die baue ich eher für Jahrzehnte ein. Und sagen wir für 30 Jahre. Und wenn ich von jetzt 30 Jahre dazu rechne, dann sind wir sehr weit in der Zukunft. Da steht fest, da wird Erdöl unbezahlbar sein, mal von der Klimafrage ganz abgesehen, da wird Erdgas unbezahlbar sein. Und man hat halt auch die Aufgabe als Politik, dafür zu sorgen, dass das Heizen für Menschen in unserem Land dauerhaft bezahlbar bleibt. Mal ganz abgesehen davon, dass man das ja nicht macht, weil man sozusagen plötzlich keine Lust mehr hat, wenn man plötzlich Erdgas blöd findet, sondern weil es da um die Rettung unserer Lebensgrundlagen geht. Und noch was ganz anderes. Erdgas ist halt etwas, was bei uns eher weniger gibt, während es erneuerbare Energien eher viel gibt. Und man war lang genug abhängig von Russland. Jetzt wird man vielleicht abhängig von Katar. Und das ist halt auch nicht die optimale Lösung. Deswegen so schnell wie möglich aus diesen Abhängigkeiten raus. Frau Büsker, ist denn dieser Vorwurf der technologischen Unreife aus der Luft gegriffen? Was jetzt die Energiewende angeht, es gibt verschiedene Komponenten, die passen nicht überall. Im Altbau funktioniert vieles nicht, was sonst funktioniert. Ist diese technologische Unreife, dieser Vorwurf wirklich aus der Luft gegriffen? Ja, auf jeden Fall nicht so zugespitzt, wie Sie es gerade formuliert haben, würde ich diesen Vorwurf definitiv nicht formulieren. Wir sehen im Neubau bereits, dass 50% der Neubauten mit Wärmepumpen gebaut werden. Wir haben 5 Millionen Altbauten in Deutschland. Danke für diese Ergänzung, darauf wäre ich gleich gekommen. Ja. In der Tat, das ist ja die Problemstelle, die wir haben. Aber auch da kann man nicht pauschal sagen, dass die Wärmepumpe im Altbau nicht geht. Das ist das Grundproblem, was wir mit diesen neuen Technologien haben, dass eben nicht so einfach zu sagen ist, was geht eigentlich wo. Wir müssen hier clever vorgehen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der viele Menschen im Moment auch noch ein bisschen überfordert. Bei einer Ölheizung, einer Gasheizung, one fits all. Die kann man überall reinmachen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt müssen wir eben kluge Lösungen finden, angepasst an den individuellen Wohnraum. Und das können die Menschen natürlich nicht alleine, weil sie die Fähigkeiten, die Ahnung gar nicht haben. Da müssen wir jetzt auch gucken, dass das Land vorankommt mit
in Bezug auf Beratung. Die Menschen müssen Unterstützung dabei bekommen, damit das tatsächlich umgesetzt wird. Und wir müssen breite Informationsangebote darüber machen. Ich bin im Moment tatsächlich auch ein bisschen entsetzt über die Fülle an Desinformation, die in dieser Hinsicht unterwegs ist. Die Bild-Zeitung hat heute groß darüber berichtet, dass die Wärmepumpe überhaupt nicht klimafreundlicher wäre als die Gasheizung, hat das als Überschrift getitelt. Im Beitrag findet sich dann eine Rechnung, die sehr wohl deutlich macht, dass auch beim aktuellen Strommix eine Wärmepumpe schon deutlich klimafreundlicher ist als eine Gasheizung. Und diese Desinformation, die hilft uns natürlich überhaupt nicht auf dem Weg zu einem klimaneutralen Heizsystem. Sie macht den Menschen Angst. Herr Müller-Rosentritt, sind Sie da mit Ihren Forderungen auf dem Parteitag weit übers Ziel hinausgeschossen, was dieses Gesetz angeht? Nein, absolut nicht, Herr Keller. Man muss anerkennen, dass das, wie es jetzt ausformuliert ist, beispielgebend ist für viele dogmatische grüne Politikelemente auch der Vergangenheit, dass man sich einseitig auf was festlegt. Und sehr wohl kennt das Gesetz aktuell auch Ausnahmen, auch Technologieoffenheit. Aber wenn man es dann einem Praxistest unterzieht, wird man ganz schnell feststellen, dass man immer wieder verengt wird zur Wärmepumpe. Und ich glaube persönlich, dass man den Menschen selbst, auch dem Eigentümer, zutrauen sollte, wenn er bis 2045 klimaneutral sein möchte, und das glaube ich, das eint uns hier, dass das so ist, sollte er den Weg für sich sagen, das ist der Beste, dann kann ich heute anfangen zu sparen, ich kann vielleicht einen Weg finden, der mit dem Gerät geht, das ich heute habe, weil die Stadt zum Beispiel Wasserstoff zur Verfügung stellt oder andere Dinge, aber heute quasi dogmatisch zu sagen, das ist der Weg, ich weiß als Staat besser, wie es geht, das ist aus liberaler Sicht und aus meiner höchstpersönlichen Sicht der Falsche, und ich stimme auch an den Hofreiter nicht zu, dass er sagt, dass ich weiß, wie sich die Gaspreise entwickeln. Also meine auch noch junge Lebenserfahrung zeigt mir, dass ich oft Dinge, die ich so dachte, so nicht eingetreten sind. Und ob der Gaspreis in 20, 30 Jahren anders ist als heute, höher oder weniger, ich weiß es nicht. Ich würde mir quasi heute nicht erlauben wollen, eine Technologie quasi Platz zu machen. Wichtig ist, wir müssen klimaneutral werden. Aber der Weg dahin, den muss der Eigentümer schon selbst gestalten. Das heißt, die Preisentwicklung, das ist eine Glaubenssache, habe ich das jetzt? Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt einen europäischen Emissionshandel, der auch im Bereich Verkehr und Gebäude eingeführt wird. Und da ist sehr klar, dass CO2 gedeckelt wird, also dass nur eine bestimmte Zahl von Zertifikaten ausgegeben wird. Und wir alle wissen um die Mechanismen des Marktes, wenn wenig davon da ist, dann steigen am Ende die Preise. Das sehen wir jetzt ja bereits im Bereich der Energie. Deshalb wird Kohlestrom teurer, weil die Kraftwerke für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, ein Zertifikat kaufen müssen. Die Preise da sind hochgegangen, liegen jetzt roundabout 80 bis 90 Euro pro Tonne CO2. Und das werden wir auch im Bereich Gebäude und Verkehr sehen. Am Anfang 2027 wird es zwar erstmal gedeckelt sein auf 45 Euro, aber das geht dann irgendwann hoch. Also das wird teurer. Das ist ja auch das Konzept auch Ihrer Partei. Ja. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine Forderung der FDP, dass man es insbesondere über einen CO2-Emissionshandel macht. Und damit führt es automatisch zu relativ stark steigenden Preisen. Und ich glaube, das muss man den Leuten ehrlicherweise sagen. Und da kann man nicht sagen, ja, ich weiß nicht, wie sich's entwickelt. Doch, wenn man das gesetzlich so gestaltet, wie Sie es sich ja insbesondere auch wünschen, dann wird es dazu führen. Und ich glaube, eine gewisse Wahrhaftigkeit gehört da einfach dazu. Ich würde gerne, Frau Roschenbach, noch mal auf den Parteitag eingehen. Es geht ja jetzt nicht nur um dieses Thema, das ist im Moment in aller Munde, oder die Energiewende, Heizungstausch. Weil wie da formuliert worden ist, auch in diesem Parteitagsbeschluss, an dem nicht unerheblicherweise Sie beteiligt waren, Herr Müller-Rosentritt, da wurde von dogmatischen Vorfestlegungen auf einzelne Technologien gesprochen. Also das war ganz klar gegen Habeck gerichtet. Planwirtschaftliche Regelungswut. Vorher hat Herr Schäffler schon von Atombombe gesprochen und noch früher, glaube ich, auch jemand aus der FDP von einer Verschrottungsorgie betreffend die Heizungen, die jetzt alle aus dem Keller fliegen. Das ist ja eindeutig gegen den Koalitionspartner, die Bündnis Grün, gerichtet. Soll so eine Koalition agieren? Soll das eine Koalition sein, die so miteinander umgeht? Naja, wenn wir aus der politischen Kommunikation drauf schauen und auf die Frage, wen adressiert sie eigentlich und wollen wir Sorgen, Ängste, Unsicherheiten in der Bevölkerung vermeiden, dann ist es natürlich ein klares Nein. Also Sprache ist, glaube ich, wir reden so oft darüber, in letzter Zeit mehr denn je ein wichtiges Thema für uns geworden und gerade in Kombination mit dem Thema Desinformation. Denn diese Begriffe, die gerade bei Menschen, die nicht wie Sie und ich Politik sozusagen zum Daily Business machen, einfach auftauchen in Zeitungen, in Schlagzeilen, in sozialen Netzwerken, die prägen sich erstmal ein. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen wollen, nochmal mit Blick, Sie haben ja so ein bisschen auch die Rolle der SPD angedeutet, gesagt, ja, da gibt es ja auch
auch drei Akteure am Tisch und alle gemeinsam haben sie sich dieses Narrativ einer Fortschrittskoalition gegeben. Und das negiert man regelrecht, wenn man mit solchen Begrifflichkeiten operiert, wenn man sich wechselseitig wirklich in einer Sprache, ich würde sagen, in Teilen sogar beschimpft, die einfach in Frage stellt, wo da noch was von Fortschritt sein soll. Möglicherweise bedauert man dieses Narrativ ja auch. Zur SPD kommen wir auch gleich noch. Manche haben jetzt Verlustängste, was ihr Eigenheim angeht. Es gibt aber auch Verlustängste bei der FDP, nämlich was die Wahlen angeht. Da hat man ja im letzten Jahr ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und wer weiß, wie es bei den drei Wahlen in diesem Jahr noch ausgehen wird. Erklärt das auch vieles von dem, was wir gerade erleben, auch jetzt in diesem Koalitionsknatsch? Naja, wir sehen zum einen, dass die Partei nach den verlorenen Landtagswahlen und wohlgemerkt ja auch verlorenen Regierungsbeteiligungen, das glaube ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Profilierungsbedarf entwickelt hat, auch versucht hat, im Bund auszuformulieren in der Koalition, dass aber zumindest die darauffolgenden Landtagswahlen immer auch unter landespolitischen Vorzeichen natürlich, dem nicht Rechnung getragen haben. Also man hat davon nicht profitieren können. Was wir sehen, ist, dass bestimmte Themen, denken wir an das Verbrenner aus beispielsweise, auch das Thema Tempolimit in Teilen der Bevölkerung durchaus auf Zustimmung stoßen. Das wird sicherlich auch in der FDP so wahrgenommen werden, dass man sich da gestärkt fühlt, diese Forderungen auch weiter zu vertreten. Und wir sehen eben, und das ist sicherlich der Hauptgrund dafür, dass dieser immer wieder sozusagen diese Korrektiv Oppositionsfunktion einnehmen wollende Gedanke existiert, dass die Anhänger von allen drei Parteien betrachtet der FDP immer noch jene sind, die mit diesem Bündnis am stärksten fremdeln und am wenigsten Vertrauen offensichtlich dahingehend entwickeln können, dass tatsächlich diese Fortschrittserzählung positiv ist und den man im Grunde, und da würde ich ein Fragezeichen machen, ob der Parteitag das geleistet hat am Wochenende, eigentlich Antwort auf die Frage geben muss, warum braucht es die FDP in dieser Regierung? Müller-Rosentritt, die Co-Vorsitzende der Bündnisgrünen, Franziska Dröge, hat sie an Sie appelliert als Partei, gesagt, Sie seien ja Mitglied in einer Regierungskoalition und dazu gehöre auch Regierungsverantwortung, die Sie jetzt wahrnehmen müssten. Fanden Sie diesen Hinweis zu Gouvernantenhaft oder wie gehen Sie jetzt damit um, dass man ja offensichtlich die Regierungsverantwortlichkeit der FDP beim Koalitionspartner Grün in Frage stellt? Ja, dass Grünen dazu neigen, regelmäßig Dinge glauben, besser zu wissen, daran haben wir uns gewöhnt. Aber ich möchte Frau Eichenbach widersprechen und auch Ihnen in Teilen, denn Sie sagen, wir gehen in Opposition. Ich glaube, wir gehen überhaupt nicht in Opposition. Wir sind drei völlig unterschiedliche Partner in einer Regierung und wir tragen die Argumente unserer Wähler vor, die Argumente, die an uns herangetragen werden, so wie die Grünen die Argumente ihrer Leute vortragen, die an sie herangetragen wird. Und an Frau Dröge gerichtet, die fragen, ist das jetzt schlecht für eine Regierung? Ich finde es gut. Ich finde es auch gut, nach den Jahren einschläfernder Politik von Angela Merkel, wo man überhaupt gar keine Unterschiede mehr feststellen konnte zwischen SPD und Grünen, finde ich das wirklich gut, dass auch die Menschen mitgenommen werden an demokratische Entscheidungsprozesse, dass sie erstmalig sehen, auch gegenüber Narrativen von Rechten entgegenzutreten. Wie oft haben wir das gehört im Bundestag, irgendwie die Einheitsfront, die Einheitspartei. Und ich glaube, niemand kann heute mehr ernsthaft behaupten, nach unseren gegenseitigen Einlassungen, dass wir in dieser Koalition irgendwas mit Einheit im Sinne von, dass wir eine Meinung haben. Wir kommen von völlig, völlig unterschiedlichen Richtungen. Während wir eben an das Individuum glauben, gibt es andere, die halt eben den Staat glauben. Während wir halt eben glauben, es ist die soziale Marktwirtschaft, sind die Pflöcke, die eingeschlagen werden müssen, an denen das soziale Netz aufgehangen wird. Wenn wir halt eben glauben, der Staat muss auch langsam mal lernen, mit dem Geld auszukommen, dem die Bürger zur Verfügung stellen, gibt es andere, die sagen, nur auf die Schleuse. Und diese unterschiedlichen Dinge, die wir haben, da wird gerungen, da wird gemacht, aber am Ende wird es halt eben einen Kompromiss geben, weil es eben links von der FDP und auch rechts von der FDP praktisch keine politische Mehrheit gibt. Gut, also wir diesen letzten Aspekt, den Sie angesprochen haben, sprechen wir auch gleich noch an. Frau Büsker, werden denn die sozialen Auswirkungen der Energiewende zu wenig beachtet bei dieser Diskussion, gerade innerhalb der Koalitionsparteien? Die Frage, wie der Staat beispringt, wenn eben diese Energiewende gerade im Gebäudebereich gelingen soll. Sie meinen jetzt konkret bezogen auf die Heizung? Ja.
Also bei den Heizungen sehe ich das Problem, dass ja die Förderung vor allem mit der Gießkanne gegeben wird. Also die 30% Förderung für die Umstellung einer Heizung, die kann jeder bekommen, unabhängig davon, ob es dieser Person wirtschaftlich sehr gut geht oder nicht. Und wir wissen, Herr Müller-Rosentritz hat es ja gerade angesprochen, wir können nur ausgeben als Staat, was auch eingenommen wird. Und ich habe Fragen, ob das tatsächlich bei den Heizungen dann ausreichen wird, was an Geld da ist. Die Förderung wird finanziert werden aus dem Klima- und Transformationsfonds. Der ist Stand jetzt schon überzeichnet. Was bedeutet, da ist zwar noch Geld drin, aber eigentlich ist schon klar, wofür das ausgegeben werden soll. Wir haben auch noch gar keine klare Summe, die jetzt konkret veranschlagt werden soll für die Förderung. Und meine Befürchtung ist, dass wir es ähnlich sehen wie auch bei den Prämien für Elektroautos, dass sich zuerst diejenigen die neue Technologie zulegen, die sich das ohnehin leisten können, weil sie wirtschaftlich gut dastehen, aber die Prämie gerne mitnehmen möchten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass am Ende kein Geld mehr da ist für diejenigen, die sich das wirklich selbstständig nicht leisten können. Und das ist ein enormes Problem. Das ist im Grunde seit vielen, vielen Jahren, siehe E-Autos, das Problem, dass wenn wir über Förderung gehen, zuerst diejenigen das abgreifen, die ohnehin finanziell gut dastehen. Aber ist es denn überhaupt ausreichend, was an Förderung geplant ist? So 30% hört man da immer wieder. Es geht ja nicht nur um eine neue Wärmepumpe. Es müsste ja in der Haustechnik, in der ganzen Infrastruktur, auch gerade bei älteren Gebäuden, einiges geändert werden. Das sind ja Summen, die ruhig auch im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen können. Hat man denn das genau überlegt bei der Finanzierung oder besser gesagt bei der Förderung? Man muss ja auch die Menschen auf seine Seite kriegen, wenn man sagt, die Energiewende ist jetzt nötig und wir helfen und die muss auch finanzierbar sein für alle. Das heißt aber ja nicht, dass der Staat sie komplett finanzieren kann, die Energiewende. Ja. Und mit diesen Zahlen wäre ich tatsächlich vorsichtig. Wir haben eben darüber gesprochen, dass man den Menschen keine Angst machen soll. Wenn wir jetzt hier Zahlen in den Raum stellen, kann das, glaube ich, auch sehr falsch verstanden werden, dass es pauschal so teuer ist. Das würde ich nämlich in Frage stellen wollen. Und ganz grundsätzlich, dass es teurer wird, ja, wird es, aber beispielsweise im Bereich der Dämmung, die ja auch zur Heizwende dazugehört, Sie haben von Sanierung gesprochen, hat die Dämmung auch einen Klimaanpassungseffekt. Wir leben inzwischen in der Klimakrise, wir spüren die Folgen auch hier. Ich möchte erinnern an die letzten Sommer, die unglaublich heiß waren. Die so heiß waren, dass Menschen in ihren Wohnungen nicht mehr schlafen konnten. Auch da müssen wir ja Lösungen finden, damit Menschen in ihrem Eigentum noch ein gutes Leben führen können. Die Dämmung kann ein Weg sein, weil Dämmung hält nicht nur Wärme drin, sondern auch die Wärme draußen, sodass Räume bewohnbar werden, auch wenn draußen 36 Grad herrschen. Das heißt, es kommen ohnehin Kosten auf uns zu, um mit den Folgen der Klimakrise umzugehen. Insofern kann man nicht sagen, diese Rechnung, es kostet. Ja, die Klimakrise kostet uns auch und da müssen wir eine Gesamtrechnung finden. Die Veränderungen, die auf uns zukommen werden, kosten. Das ist in der Tat so und da müssen wir einen Umgang finden. Wir wollten ja jetzt nicht so sehr in die Details gehen. Es geht ja auch um die Koalition. Selbst nur noch zur Erklärung, dass das Ganze eben auch sozial abgefedert werden muss. Frau Reuschenbach, wir müssen auch über die SPD sprechen im Zusammenhang mit der Ampel. Welche Rolle hat denn die Kanzlerpartei SPD zwischen den beiden Streithähnen in der Koalition? Das müssten Sie natürlich eigentlich erstmal die SPD und den Bundeskanzler fragen. Aber in der Beobachtung würde ich sagen, man gefällt sich sicherlich zunächst mal in der moderierenden und vielleicht auch schlichtenden Rolle, die man in einigen der Konflikte der letzten Monate hat einnehmen können. Ich vermisse ein bisschen das, womit Olaf Scholz angetreten ist, diesen Anspruch zu sagen, in so einem ungleichen Bündnis, in einem wohlgemerkt auf Bundesebene auch unerprobten Bündnis, muss jeder glänzen können und das sich wirklich auch zu eigen machen zu wollen, sondern man hat so in der Außenwahrnehmung dann doch eher, wir haben auch viel über Führungsfähigkeit gesprochen in den letzten Monaten, den Eindruck, dass es dann so notgedrungene Bekenntnisse zueinander oder gegeneinander gibt, aber eben nicht dieses Gemeinschaftliche. Und noch mal ein bisschen anknüpfen an das, was gerade besprochen wurde, würde ich sagen, das ist auch am Ende für alle drei Parteien ein Stück weit das Dilemma, dass für uns ja der Begriff Fortschritt positiv besetzt ist, optimistisch nach vorne in die Zukunft gedacht wird. Und eben weg vom Status quo, übrigens an Sie beide nochmal die kleine Erinnerung an das schöne Zitrus-Selfie. Man ist ja auch mal angetreten mit genau dem Anspruch zu sagen, also wenn wir beide, Grüne und FDP, jetzt mitmachen, dann wird es wirklich anders als vorher. Und jetzt wird aber klar, dass Fortschritt vor allen Dingen heißt, unbequeme Wahrheiten, unpopuläre Botschaften, hohe Kosten, Belastungen in die Breite der Gesellschaft und das
ist, glaube ich, jetzt noch mal mehr wirklich die Herausforderung und auch die Schwierigkeit für parteipolitisches Miteinander, koalitionäres Miteinander, aber eben auch für politische Kommunikation, weil wir eben gesehen haben, wenn Gesetzesentwürfe durchgestochen werden, wenn in den Tagesthemen Robert Habeck dann wirklich mal die Hutschnur reißt, dass gleich sofort diese Fragilität, die das, diese ganzen Prozesse derzeit haben, so offen zutage treten. Und das ist für die Menschen, die eben alle sich jetzt gerade fragen, was erwartet mich da eigentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, eine wirklich schwierige Ausgangssituation. Bleiben wir noch kurz bei Olaf Scholz. Anton Hofreiter, moderiert oder moderieren soll der Bundeskanzler. Ist er Ihnen mal wieder zu zurückhaltend und zu zögerlich in dieser Frage? Mein Punkt ist, der Kanzler kann auch ganz klare und harte Meinungen haben. Er kann ganz streitig in Sachen reingehen. Und in meinen Augen ist nicht das Problem dieser Koalition, dass man an einzelnen Punkten streitige Auseinandersetzungen hat, sondern das Problem dieser Koalition ist, wenn Sie zum Beispiel ans Gebäudeenergiegesetz denken, das ist jetzt schon dreimal verhandelt worden und dann wird es immer wieder aufgemacht und dafür zu sorgen sozusagen, dass wenn man sich nach harter Auseinandersetzung geeint hat, dass das, wo, wie gesagt, auch der Kanzler überhaupt nicht moderieren muss, sondern wo er auch selber hart reingehen kann. Und wir wissen ja, er ist kein Freund des Klimaschutzes. Aber wenn man sich geeinigt hat, muss der Kanzler und das Kanzleramt die gewonnene Einigung mit allen Schwierigkeiten für alle drei Partner, muss diese gewonnene Einigung vertreten. Und das macht der Kanzler nicht. Und das macht er auch öffentlich sozusagen nicht. Und deswegen ist die Koalition in meinen Augen in solchen Schwierigkeiten, neben dem, was man auch, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch um den Kanzler zu verteidigen und alle Beteiligten da im Kabinett, es sind halt auch brutale Zeiten, in Zeiten des russischen Angriffskrieges und so weiter. Hofreiter, was Sie jetzt gesagt haben, das heißt, der Kanzler ruft die Schwererziehbaren von der FDP nicht zur Ordnung. Nein, es geht nicht darum, die Schwererziehbaren von der FDP zur Ordnung zu rufen, nämlich die sind... Die haben ihre Position und die haben ihre Position mit Argumenten und Gründen. Und es geht überhaupt nicht darum, sozusagen solche Urteile über eine andere Position zu haben, sondern man einigt sich auf etwas und dann muss das Kanzleramt sich zum Anwalt dieser Einigung machen. Und da kriegt mal die FDP was, da kriegt mal die SPD was, da kriegen mal die Grünen was. Aber dann sozusagen, wenn man sich geeinigt hat, muss man das gemeinsam durchtragen. Aber wenn das nicht passiert, dann kommt sowas in Schwierigkeiten. Und dann merkst du halt, dass die SPD sozusagen halt immer noch verunsichert ist von der Tatsache, dass vor der letzten Wahl und zwischendurch SPD und Grüne fast gleich auf sind, weil die halt auch wissen, dass bei der nächsten Wahl wieder darum geht, wer wird führende Kraft der linken Mitte. Bleibt es die SPD wie bei der letzten Wahl oder werden es die Grünen? Aber all das dürfen halt während einer Regierung eigentlich keine Überlegungen sein. Und deshalb, ich habe persönlich überhaupt kein Problem mit der FDP. Ich meine, ich habe ja sowieso bei meinen Themen da kein Problem mit der FDP. Meine engste Verbündete ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die einfach super ist. Auch ohne es, dass Sie sagen. Aber sozusagen, da sind eher wir beide gemeinsam gegen den Kanzler sozusagen. Ja. Mein Problem ist, der Kanzler muss sich zum Anwalt der gefundenen Einigungen machen. Er muss der Anwalt des Prozesses sein. Und damit meine ich nicht, dass er moderieren muss, sondern er kann streiten mit voller Härte bis zur Einigung. Und dann sozusagen muss man sich darum kümmern, dass die Einigung umgesetzt wird. Ich würde einen Aspekt nur ergänzen wollen an der Stelle, weil Sie die schwierigen Zeiten angesprochen haben. Den Eindruck, den Sie gerade skizziert haben, Herr Hofreiter, ist ja einer, den wir im ganzen ersten Regierungsjahr erlebt haben. Wir könnten uns jetzt x Beispiele rausgreifen. Es gibt bis zu Meseberg die Pressekonferenz. Man demonstriert Einigkeit. Zwei Tage später ist der mühsam gefundene und errungene Beschluss wieder da nieder, weil er von irgendwem in Frage gestellt wird. Der Unterschied, glaube ich, nur, den wir jetzt sehen, ist folgender. Der Vertrauensvorschuss für das Bündnis war relativ groß nach der Bundestagswahl. Man hat wirklich in der Wählerschaft geglaubt, da passiert jetzt was, da ändert sich was. Und der hat in Kriegszeiten natürlich auch sozusagen sich halten können, weil es eben besondere Zeiten waren. Aber wenn man ganz bitter und ehrlich formuliert, dann ist es ja jetzt so, dass wir auch dahingehend in einen Alltagsmodus kommen und dass jetzt viel mehr als im vergangenen Jahr die Frage, was koalitionär umgesetzt wird, ob man wirklich große Würfe macht oder immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner trifft, dass das jetzt viel mehr zutage tritt. Und das macht natürlich die Brisanz dieser Prozesse noch viel offenkundiger.
Herr Müller-Rosentritt, wir haben schon Stichworte gehört. Anton Hofreiter hat nichts gegen die FDP. Citrus Selvi wurde auch schon genannt, gerade als die Zeiten des Honeymoon zu Beginn der Koalition. Wo harmoniert eigentlich FDP und Grüne gerade? Bei welchen Themen, in welchen Bereichen in der Ampel? Vielleicht sogar noch gemeinsam mit dem dritten Partner der SPD. Jetzt erstmal möchte ich einen Eindruck widersprechen. Nur weil man Freiheit zur Richtschnur seines persönlichen Handels hat, weil man für Marktwirtschaft einsteht, weil man für das liberale Aufstiegsversprechen ist, dass es quasi unabhängig davon ist, wo du herkommst, mit deiner Postleitzahl ist, ob du welche Hautfarbe du hast, ob man für Haushaltsdisziplin ist, alles das rechtfertigt nicht, einen quasi als schwer erziehbaren zu erzeugen. Nur weil man diese politische Überzeugung hat, ist man da längst nicht schwer erziehbar. Auf den Vorwurf von Anton Hofreiter auf den Kanzler bezogen, der da mehr zur Ordnung rufen müsste, der das auch durchsetzt, was in der Koalition beschlossen ist. Es geht nicht darum, dass der Kanzler zur Ordnung ruft, sondern es geht darum, dass der Kanzler das, was gemeinsam beschlossen worden ist, auch selbst vertritt. Und das ist mein Problem, das ich habe. Gut, es gibt... Frau Büsker, ja, eine ganz bekannte Sportart, da gehen wir jetzt ein Stück auch weit weg von dem Thema Energie- und Umweltpolitik. Eine ganz bekannte Sportart in der Bundesregierung, das sogenannte Ministermikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Deswegen wollen ja die einzelnen Ministerien nicht von ihren überzogenen Ausgabeforderungen abrücken. Jetzt sind die Eckpunkte ja erstmal vertagt worden. Es gibt im Moment noch keinen belastbaren Haushalt fürs nächste Jahr. Ist die Ampel auch in diesem Bereich, der ja sehr wichtig ist, nicht nur für die Energiewende, auch für andere Themen, da auch nur bedingt handlungsfähig? Ich würde die Ampel ehrlicherweise nicht als bedingt handlungsfähig beschreiben. Das würde ich mir nicht zu eigen machen. Wir sehen diese Woche, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in den Bundestag kommt. Damit wird ein großes Projekt auf den parlamentarischen Weg gebracht. Wir sehen auch ansonsten in vielen Bereichen, Sie hatten ja eben nach Gemeinsamkeiten gefragt, wenn ich auf die Gesellschaftspolitik schaue, da sehe ich die Koalitionäre sehr beieinander. Wenn ich auf Beispiele Cyber und innere Sicherheit schaue, da sehe ich die FDP und die Grünen sehr nah beieinander, gegen die SPD, Beispiel Chatkontrolle. Also insofern, ja, wir fokussieren uns natürlich immer auch als Medien auf die Dinge, die nicht funktionieren, und die Streitigkeiten bekommen immer mehr Aufmerksamkeit, deshalb natürlich auch die Streitigkeiten über den Haushalt. Aber ich würde nicht sagen, dass diese Regierung dysfunktional ist, aber sie findet immer noch keinen Modus, mit den Unterschiedlichkeiten, die sie hat, gut umzugehen. Ich sehe da auch eine Schwierigkeit auf parlamentarischer Ebene. Ich glaube, man hat es abseits dieses Citrus-Selfies verpasst, die Fraktionen mal einander näher zu bringen. Da haben wir in den letzten Monaten teilweise scharfe Angriffe gegeneinander gesehen. Ich glaube, da könnte man mal gucken, dass man wieder ein bisschen besser zusammenkommt. Sie haben gerade beide den Kopf geschüttelt. Hatten Sie eine gemeinsame Party? Also das wäre ein Vorschlag zum Teambuilding. Das kann ja, Partys sind ja immer gut geeignet dafür. In Berlin gibt es jede Menge Locations für so etwas. Außerdem finde ich, kann man dem auch noch einiges hinzufügen. Ich meine, das wird als so selbstverständlich hingenommen. Ich meine, vor einem Jahr waren wir zu über 55% vom Import russischen Erdgases abhängig. Wir waren zu 50% vom Import russischer Steinkohle abhängig, zu über 30% vom Import russischen Erdöls. Ich kann mich erinnern, im Herbst letzten Jahres war die Panik riesig, dass die Energieversorgung bei uns zusammenbricht und so weiter. Und innerhalb von einem halben Jahr ist es gelungen, das alles zu ersetzen. Also das war eine sensationelle Leistung. Natürlich ist es auch mit Auseinandersetzungen abgegangen. Aber am Ende wurde es entschieden. Die Erdgasspeicher sind in öffentliche Hand übernommen worden, nachdem sie unverantwortlicherweise in der Großen Koalition an Russland verkauft worden sind. Wir haben uns komplett unabhängig gemacht als Deutschland bei der Energieversorgung von Russland. Es gab im Kern keine Versorgungsprobleme. Also es sind innerhalb kürzester Zeit LNG-Terminals gebaut worden. Also deshalb, es wird mit einer irren Geschwindigkeit gehandelt, aber wie gesagt, es läuft nicht immer optimal in den Auseinandersetzungen. Und jetzt sage ich es zum, glaube ich, vierten Mal, und das sehe ich vor allem das Kanzleramt in der Pflicht. Aber ist das so eine Art Selbstbezichtigung von Ihnen jetzt, indem Sie sagen, wir feiern oder weisen auf unsere Erfolge, die wir ja haben? Sie haben ja zum Beispiel ja genannt, zu wenig hin. Es sind ja mehr Beispiele genannt worden. Ja. Sie haben jetzt dass man die Energieversorgung quasi und die Sicherheit auch quasi auf den Kopf gestellt hat, könnte man ja als Leistung der Ampelkoalition. Ja, selbstverständlich ist das eine Leistung. Aber wie gesagt, logischerweise, wenn es halt auch in der Kommunikation kracht, und es sind schwierige Zeiten und da kracht es auch öfters, dann
ist ja gerade eben gar nicht von mir, sondern von berufener Seite, von Medienseite gesagt worden. Darauf fokussiert man natürlich erstmal. Aber natürlich haben wir auch zum Teil Kommunikationsprobleme. Das ist ja auch ausführlich beschrieben worden. Der Kanzler schweigt wieder. Ja, also ich möchte auch den Eindruck widerlegen, dass die Koalition nicht handlungsfähig ist. Ne? Also wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, ich bin selbst Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und bin deshalb auch sehr oft im Ausland unterwegs. Und oft versteht man im Ausland die Probleme, die wir in Deutschland, kann man das gar nicht nachvollziehen, unsere Debatten nicht. Umgedreht werden Erfolge, die wir quasi in Deutschland haben, im Ausland meist viel mehr gefeiert, als wir selbst bei uns haben. Wir haben, glaube ich, vieles gemeinsam gut erreicht. Wir sind bei der Corona-Politik zum Beispiel wieder zur Verhältnismäßigkeit zurückgekommen. Wir haben im Hinblick auf die EU gemeinsam vereinbart den Verbot vom Verbot des Verbrennungsmotors. Wir haben mehr Freihandel. Wer hätte das geglaubt? Wir haben eine CETA ratifiziert. Wir haben Entlastungspakete geschaffen. Wir haben die vollständige Abschaffung der EEG-Umlage organisiert. Wir haben die sektorübergreifende Einsparung für Klimaziele organisiert. Das ist so viel gemeinsame Dinge. Das ist gut, um zum Thema Haushalt. Lassen Sie mich doch noch einen Punkt sagen. Es ist keine Haushaltsdisziplin oder das Festhalten an Schuldenbremse. Das ist kein liberaler Fetisch. Das ist auch noch nicht mal nur ein Befehl unserer Verfassung. Es ist schlichtweg ökonomische Vernunft und klug gegenüber und den Kindern so zu handeln. Es gibt einen offenen Machtkampf zwischen dem Bundesfinanzminister und der Bundesfamilienministerin in Sachen Kindergrundsicherung. Ja, das sind die Fakten auch ganz, ganz klar. Wir haben, wenn Sie sehen, dass von vielen Leistungen beim Kids zum Beispiel, also der Kinderzuschlag aktuell 35% nur die Leistungen abrufen. Bei anderen Leistungen zum Beispiel die Zuwendungen für Mitgliedschaften in Musikvereinen nur 15%. Das heißt, wir haben kein Geldproblem im System, sondern wir haben ein Abrufproblem. Wir müssen das entbürokratisieren, wir müssen das digitalisieren, dass Menschen einfachen Zugang haben und dann wirklich dem liberalen Aufstiegsversprechen, dass du, egal wo du herkommst, alles erreichen kannst. Und da ist es eben nicht nur der letzte Cent mehr Geld, der tatsächlich dafür notwendig ist, um Menschen erfolgreich zu machen, sondern es ist halt Bildung. Und da müssen wir investieren, Bildung und Teilhabe. Und deshalb ist ganz wichtig, dass die Menschen zu diesem Geld kommen, was wir zur Verfügung stellen. Keine Koalition vor uns hat mehr für Kinder gemacht als diese Koalition. 7 Milliarden Euro pro Jahr. Frau Paus ist zufrieden damit. Sie möchte 12 Milliarden mehr. Ich glaube, der Finanzminister ist maximal für 3 Milliarden zu haben. Ja, was heißt 3 Milliarden? 3 Milliarden ergeben sich daraus, wenn jetzt alle alles abrufen, wenn wir die Leistung einfach digital zur Verfügung stellen, dann ist das. Aber das, was Frau Paus fordert, ist aktuell haushalterisch nicht abbildbar. Aber es wird nicht dazu führen, dass wir Kinderarmut haben. Die FDP steht wie keine andere Partei für den sozialen Aufstieg. Ich habe selbst 3 Töchter. Ich habe nicht nur eine ökologische Verantwortung für die Kinder, sondern auch eine ökonomische Verantwortung. Deshalb ist Haushaltsdisziplin extrem wichtig. Sie sehen es heute nur ein kleines Beispiel. Lassen Sie mich den Punkt noch machen. Wir haben vor 3 Jahren 4 Milliarden Euro Zinsen gehabt. In diesem Jahr werden es 40 Milliarden Euro sein. Wenn wir so weitermachen, immer mehr Schulden aufnehmen, wird die Generation meiner Töchter irgendwann nichts mehr tun können haushalterisch, weil sie ausschließlich damit befasst werden sein wird, Schuldzinsen zu bezahlen. Und das ist nicht das, wie ich unser Land regieren möchte. Ja, vielleicht daran anknüpfen 2 Gedanken. Zum einen, es geht jetzt ein bisschen hin und her zwischen Klima und Kindergrundsicherung, aber was ja für die Liberalen eigentlich der spannende Punkt ist, ist, dass diese Klimakrise, wie sie nun mal da ist, im Grunde den Freiheitsraum, den sie so wollen und den sie mit aller Werbe verteidigen, perspektivisch extrem verengen wird und sich die Frage stellt, das hat ein Kollege von Ihnen diese Woche sehr klug geschrieben, was kann man dann überhaupt politisch noch tun, wenn das Kind sozusagen so tief im Brunnen ist, dann kann ich mit der Freiheitsfahne wedeln, wie ich will. Ich werde gar nicht mehr in der Lage sein, sozusagen zu steuern oder von mir aus auch zu regulieren, wenn ich denn glaube, dass das sein muss. Und ich fühlte mich jetzt erinnert an den Satz von Christian Lindner, vielleicht erinnern Sie sich auch noch, erneuerbare Energien seien Freiheitsenergien. Und genau das, was Sie, Herr Hofreiter, gerade beschrieben haben, was da alles passiert ist in diesen 1,5 Jahren jetzt, was man wirklich an enormem Tempo gemacht hat. Planungsbeschleunigung, genau. Ausmaß. Aber wo war das am Wochenende? Wo war das in der Rede des Parteivorsitzenden Christian Lindner, der sich, also ich war vor Ort, habe mir das angehört mit großem Interesse, der die ersten 10 Minuten über das Internationale und China und dann 15 Minuten über die Corona-Politik, die aus guten Gründen in ihrer Partei einen wichtigen Stellenwert hat, gesprochen hat, aber eben nicht über diese gemeinsamen, großen und unter harten Bedingungen errungenen
errungenen Erfolge dieser Regierung. Also vielleicht wollen Sie dazu was sagen. Und noch ein Gedanke zur Kindergrundsicherung. Das, was wir gerade, was Sie gerade so miteinander gemacht haben, das ist ja so ein Falschen. Also am Ende wieder dieses, Lindner sagt vielleicht 3 Millionen, Frau Paus hätte gerne 12. Und am Ende geht es wieder um dieses Gefühl von, es geht immer nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und auch da fehlt mir die gemeinschaftliche Erzählung, die sagt, genau das, was Sie gerade zuletzt klar gemacht haben, dass das inhaltliche Anliegen doch das gemeinschaftliche ist. Mhm. Und das kommt meines Erachtens viel zu wenig vor in der gemeinschaftlichen Kommunikation der Regierung. Und da ist die SPD und der Bundeskanzler natürlich auch ganz bewusst mit eingeschlossen. Aber da möchte ich wirklich widersprechen. Ich habe zum Christian Lindner Rede einen anderen Eindruck, aber zum Thema gemeinsame Erzählung. Mhm. Es ist ja nicht wir als FDP, die sagen, uns liegen Kinder nicht am Herzen, weil uns liegen sie am Herzen, weil wir dafür sorgen, dass wir aktuell gemeinsam vereinbart haben, 7 Milliarden Euro pro Jahr, die wir mehr Kindern auch aus sozial schwächeren Familien zur Verfügung stellen. Das ist das, was uns gemeinsam gelungen ist. Diejenigen, die vorträgt, dass die FDP kein Herz für Kinder hat, das ist die Bundesfamilienministerin. Das heißt, der Adressat ist nicht die FDP, sondern der Adressat für diese Kritik ist woanders zu suchen. Da muss ich also auch nur sozusagen meinen eigenen Satz präzisieren. Ich meinte ja gerade zum Ende hin, dass es bewusst an alle drei geht, zu fragen, wie unterfüttert oder wie konterkariert man eben auch die gemeinsame Erzählung, dass man inhaltlich ja in eine Stoßrichtung gemeinsam laufen möchte. Also wir gehen jetzt auch in der Sendung langsam aufs Ende zu. Frau Büsker, vielleicht noch ein parteipolitischer Aspekt in dieser Auseinandersetzung. Wer kann sich denn in der Ampel nach außen hin besser durchsetzen? FDP oder Bündnisgrüne? Wer performt besser? Wem gelingt das besser, in der Öffentlichkeit Punkte zu sammeln? Oder ist das Standpunkt und ändert sich ständig? Ich tue mich immer schwer mit solchen Bewertungen, die so ein bisschen, wer ist hier das schnellste Pferd? Das finde ich ist eine Art auf Politik zu gucken, die mir nicht unbedingt liegt. Ich glaube, beide Parteien haben ihre Stärken in der äußeren Kommunikation. Ich glaube, der FDP ist es auch gelungen, da in den vergangenen Wochen etwas zu verändern und eben sich ein bisschen stärker darauf zu konzentrieren, die eigenen Standpunkte stärker zu machen, sich ein bisschen weniger an den Koalitionspartnern abzuarbeiten. Christian Lindner hat das auch in seiner Rede auf dem Parteitag versucht, indem er eben nicht namentlich auf die Grünen gegangen ist, sondern eher vom Lastenrad gesprochen hat, so ein bisschen Chiffre für einen grünen Lebensstil, aber nicht so krass von der Partei abgegrenzt. Das hat ihm nur seinen Parteitag dann wieder kaputt gemacht, weil sich ganz viele Delegierte abgegrenzt haben von Robert Habeck, von Lisa Paus, von Annalena Baerbock. Also dieses Grundbedürfnis bei der FDP, immer wieder die Abgrenzung auch namentlich von den Grünen zu suchen, das ist immer noch da. Und ich glaube schon, dass das ein kleines Problem durchaus auch ist dann in der Kommunikation. Man hört ja auch so ein bisschen raus bei Ihnen, dass da durchaus auch Besserung gelobt wird. Aber Herr Hofreiter, das wird nicht passieren, dass die Koalition sozusagen vielleicht wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser kommt vor den bevorstehenden Landtagswahlen jetzt im Mai in Bremen und dann Anfang Oktober in Hessen und Bayern. Nein, die Koalition wird sicher nicht in ruhigeres Fahrwasser kommen, weil nämlich, wie gesagt, wir sozusagen in heftigen internationalen Stürmen sind. Aber ich erwarte sozusagen, dass die Koalition enger zusammenarbeitet. Und wie gesagt, meine Erwartungen richten sich da insbesondere an die SPD und an den Kanzler, weil nämlich er hat da einfach eine ganz zentrale Verantwortung. Und es gibt einfach so gigantische Herausforderungen. Und es gibt, wie gesagt, auch weitere positive Nachrichten. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der durch Bürokratie Jahr für Jahr immer stärker lahmgelegt worden ist. Es ist noch, wie gesagt, kein Jahr her, dass die Gesetze gemacht sind. Der hat im ersten Quartal zugenommen und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der auch im zweiten Quartal zunehmen. Deshalb, ich glaube, man sollte da in einer gewissen Gelassenheit sich einfach stärker meine die Erfolge gönnen. Bezog sich ja auf den Umgang miteinander innerhalb der Ampelkoalition. Müssen Sie da warten, bis die Landtagswahlen vorbei sind? Nein, wir werden immer unsere Position vortragen. Und um Frau Büskers Beispiel dem Lastenfahrrad zu nehmen, ich glaube, weil es ist exemplarisch, während, sage ich mal, der eine Koalitionspartner glaubt, der lastenfahrradfahrende Mann ist der Inbegriff des progressiven Fortschritts, ist es halt für uns ein Lebensstil und der
Verbrenner fahrende Mensch im Thüringer Wald ist deshalb nicht rückschrittlicher, sondern es sind einfach nur schlicht zwei unterschiedliche Lebenswege. Und wir als Liberale achten beides und erkennen nicht in dem einen was Fortschrittlicheres als bei dem anderen, sondern wir gestehen jedem das zu, so zu leben, wie er möchte. Wir warten jetzt mal ab, wann wir dieses Thema, was vor allen Dingen die inneren Verhältnisse in der Ampelkoalition angeht, wieder in eine Phoenix-Runde hieven werden müssen. Ich bedanke mich bei Julia Reuschenbach, bei Frank Müller-Rosentritt, bei Anton Hofreiter und bei Ann-Kathrin Brüsker. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde wieder Biden gegen Trump, der Kampf der alten Männer. Aktuell bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Aktuell ist bei Phoenix der Tag Thema unter anderem die Videobotschaft von Joe Biden, dass er erneut antreten will und um das Amt des US-Präsidenten kämpfen möchte. Und wie gesagt, für uns das Thema für die morgige Phoenix-Runde. Ich habe es ja gerade angekündigt. Bleiben Sie bei uns.